So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir machen heute weiter. Wir sind nämlich heute auf Shadzure. Yay. Machen wir. So, wir müssen gucken, wo wir hin müssen überhaupt. Wir müssen quasi da ans Ende dieser Insel. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Sache, das ist nicht weit. Wir reisen zum Schiffsdock. Dann spare ich mir zumindest den Söldner. So, da sind wir am Dock. Who let the dogs out? Who? So, da müssen wir lang. Ich glaube, müssen wir da das Teer fahren? Ja, wahrscheinlich, ne? Bei 300 Meter schwimmen will ich nicht unbedingt. Weil ich glaube, ich hätte eigentlich das auch sparen können mit der Teer. Ich hätte auch laut. Jawohl, ist egal. Hallo! Hallo Freunde! Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Ach komm, jetzt warte. Scheiß was drauf. Wir gehen das Stück zu Fuß. Ich dachte, ich bin bis vorhin jetzt mit der Serie gedreht, bin ich wahrscheinlich zu Fuß schon wieder da. Alter, Kreis gedrückt, um zu tauchen. Doch nicht. Wie gesagt, heute geht es ein bisschen darum, also die nächsten Tage sowieso ein bisschen für mich darum, ein bisschen vorzubereiten, Videos vorzubereiten. Täglich immer keine Session. Das ist momentan ein bisschen Stress. Ja, ich weiß das, aber es ist halt so. Aber es macht ja Spaß. Aber wenn ich gerade sagen, bestimmte Dinge keine Bock, keine Zeit und alles brutal habe, wie es momentan einfach mal vorläuft, der Fall ist, es liegt einfach momentan an der fehlenden Zeit, dann fällt es halt einfach erstmal aus. So, wir müssen scheinbar. Jetzt hier runter irgendwo. Oh, da habe ich gerade schon so einen Bock zu schwimmen, weißt du? Was war denn da hin? Schau mal hier runter. Ja, doch, hier runter, genau. Schatzplündern. Warte mal. Das waren wahrscheinlich die Haie, die mich gerade gesehen haben. Ich muss nur gerade mich orientieren hier. Muss ich gerade hoch jetzt? Oh, das ist aber oben. Das nehmen wir natürlich mit. Ah, doch richtig. Okay. Da ist der Schatz. So, kehre zu Ubelia zurück. Jetzt müssen wir wieder hoch. Ja, hier können wir direkt durchtauchen. Im Idealfall durch die Haie durch. Da müssen wir hin. Na gut, so schwer war es jetzt nicht, muss ich zugeben. Natürlich.
Hallo, Ibelia. Meine Freundin, du bist ein Geschenk von Poseidon persönlich. Ich tue mein Bestes. Ich brauche jetzt wirklich das Artefakt. Hast du schon? Zuerst die Bezahlung. Das glaube ich nicht. Bitte was? Witzig. Sehr lustig. Und jetzt bezahl. Ich bin es, die zuletzt lacht. Es ist mein Beruf, dumme Söldlinge zu hintergehen. Tja, dann wird es einen Kampf geben. Nicht mit Haien geschwommen. Das war dein Fehler, nicht meiner. So, sieht aus, als würden wir gegen dich kämpfen. Es gab dort keinen Schatz. Warum bist du dann hier? Um dir zu sagen, dass da unten nichts ist. Jemand muss dir zuvorgekommen sein. Dann bringe ich dich um und durchsuche deine Leiche, nur um sicher zu gehen. Mach mal. Die Götter haben dich verlassen. Wo kommt der Vogel her? Mein Vogel. Dich. Ich glaube, ich habe gerade Obelia getötet. Alter, das sind ja einige. Die nervt mich gerade ein bisschen. So, das ist der erste. Ich glaube, ich verpiss mich hier, weil das schon überlebe ich nicht. Oder auch nicht. Wie? Ach, das ist sehr ärgerlich, wenn ich gerade praktisch für die Typen da töten. Weggesteckt. Ich hab jetzt mich jetzt wieder. Die Leiche. Gegen mich selbst ist dein letzter Fehler. Tschüss. Noch. Scheiße, dann wollte ich euch da runterstürzen. Und das war der letzte.
Das war der letzte. Haben wir was? Ich muss gerade gucken, ob hier noch irgendwas zu durchsuchen ist. Schauen wir aber gerade nicht. Nö. Na dann. Falsch. Gut. Schade, kein Schatz. Kein Schatz. Unentdeckter Anführer haben wir hier. Athena. Das ist wahrscheinlich in dem Haus. Was haben wir hier? Perikles. Ach ja, Perikles lebt ja auch noch. Stimmt. So. Dann geht es in der nächsten Folge mit der Anwerbungskampagne. Wie gesagt, damals die arme, gute Dame, die uns verarschen wollte, mehr oder weniger, dann jetzt bestraft. Schade. Eigentlich hätte ich gedacht, oh, könnte doch wieder ein kleines Knickknack werden, aber scheinbar dann doch nicht. Gut. Dann bin ich raus heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, liebe Leute. Morgen um 12 Uhr. Und dann geht's weiter.